Sehr schnell. Am Schluss eine bittere Niederlage, wenn wir so einen Shorthander erzielen können. Was war am Schluss der Ausschlag gegeben, vielleicht, dass man halt gleich das Spiel noch verloren hat? Ja, ein Spiel, ein Goal reicht halt meistens nicht für einen Sieg. Es hat letztes Mal gelangt, aber es reicht nicht jedes Mal. Und, sind am Schluss waren drei individuelle Fehler eigentlich gewesen, und das hat es ausgemacht. Es waren extrem kaltblütig gewesen. Ich glaube, sie haben sonst nicht so mega viel gehabt. Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht über eine grosse Strecke. Aber ja, eben, wie gesagt, ein Goal reicht meistens nicht. Ist am Schluss vielleicht auch die Beiche schwer geworden und doch recht viel auf die Strafbank müssen. Ja klar, es ist halt, wenn man in den Spielen so viele Strafen holt, das ist Energie, die wir verschwenden. Wir verschwenden auch viel Energie mit dem Schiri, den wir immer wieder reinrufen. Es ist halt so, wir können nichts daran ändern. Wenn er seine Calls macht, dann macht er seine Calls. Und wir müssen aufhören, da viel zu drüber nachstudieren. Wir müssen wieder unser Hockey spielen. Jetzt, trotz allem, was ist das Positive, was man für das Heimspiel mitnehmen kann? Also man weiss, hey, man kann der Serie wieder ausgleichen. Ja, ich glaube, man hat es gesehen. Das Rapperswil ist am Zittern. Und, in der Quali waren sie einigermaßen unantastbar, aber das sind sie überhaupt nicht. Wir haben ein gutes Team, wir haben einen unglaublichen Willen in unserer Mannschaft. Und es liegt an uns. Wir müssen einfach, eben, wie ich gesagt habe, mehr als ein Goal mal schiessen. Wir müssen den Niffler ein bisschen mehr unter Druck setzen. Und dann schlagen wir die, da bin ich überzeugt davon. Merci, Mann, gute Heimreise. Merci, ja.